Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf dem Arzenberger Online-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut, denn heute gibt es das hier bei mir. Ich habe mal wieder einen Retro-Handheld besorgt und zwar von der Firma Dia. Das Ding nennt sich K10, beinhaltet 500 Spiele. Ja, ist halt so ein Retro-Handheld. Bezahlt habe ich dafür 33,99 €. Gekauft habe ich das Ding bei Amazon. Ja, und ich habe mal geguckt. Der ist sehr neu auf jeden Fall. Den gibt es erst seit dem 26. Mai 2022 ist er bei Amazon gelistet. Also wie gesagt, ein aktuelles Gerät auf jeden Fall. Ja, den schauen wir jetzt mal gemeinsam jetzt an. Ich werde den natürlich auspacken. Dann werden wir das ein oder andere Spiel hier mal spielen. Ja, und dann gibt es natürlich wie immer meine Bewertung. Und dann sage ich euch, ob sich das Ding in meinen Augen zu kaufen lohnt oder auch nicht. Alles klar, so, dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die Verpackung von dem Gerät. Ja, und dann beginnt unser Unboxing. So, das war die Verpackung für die Leute, die sich dafür interessieren. Ich wollte es halt einfach mal von hinten zeigen, also ist jetzt nichts besonders Großartiges, aber trotzdem. Gut, dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt sofort mit unserem Unboxing und befreien mal unseren schönen Retro-Handheld hier aus der Verpackung und testen ihn. Okay, es geht los. Schauen mal. Ja, die Verpackung ist schon ziemlich verbeult. So kam das Ganze bei mir an. Es hat, als ich es bestellt habe, ungefähr 2 Wochen gedauert, bis der hier angekommen ist. Der kam direkt aus China. So, hier ist unser Gerät selber. Hier haben wir ein kleines Ladekabel dabei. Und ein User Manual. Okay, wie immer, das benötigen wir nicht. Dann kommen wir direkt zu unserem Highlight selbst und zwar unserem schönen Retro Handheld. Okay, so sieht der im ausgepackten Zustand aus. Schaut mal, sehr nice auf jeden Fall. Wir haben ein 2,4 Zoll Display. Hier haben wir 4 Action Buttons X, Y, A und B. Dann von oben nach unten Start, Volume, Plus und Minus und eine Reset-Taste, ein Steuerkreuz. Hier ist unser Lautsprecher verbaut. Wir haben Abmaße von 10,1 x 6,4 x 0,7 cm und das Gerät wiegt 110 Gramm laut Herstellerangaben. Also ihr seht schon, der ist auch ziemlich dünn auf jeden Fall. So, auf der Rückseite haben wir jetzt hier ein MagSafe drauf. Also wir haben die Möglichkeit, den über MagSafe zu laden oder halt über das mitgelieferte USB-Kabel. Wir haben einen 400 mAh Polymer-Lithium-Ionen-Akku und der soll auf jeden Fall mindestens 4 Stunden halten, habe ich gelesen. Okay, dann würde ich sagen, wir schalten den jetzt mal ein und dann gucken wir mal, was da für Spiele drauf sind. Und ja, wie gesagt, wir machen mal 1-2 kleine Testgames und dann gibt es mein Fazit. So, ich habe die Folie entfernt. Ich würde sagen, wir schalten jetzt mal ein und dann gucken wir mal, welche Spiele uns hier erwarten. So, wir haben 5 verschiedene Sprachen zur Auswahl. Da wählen wir dann mal Englisch aus. Okay, 500 Spiele sind hier vorinstalliert. Ich würde sagen, wir machen es wie immer. Ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten alle Spiele durch, damit ihr wisst, welche Spiele hier enthalten sind. So, wir fangen mal an. Ich glaube, ich muss hier jedes einzelne klicken. Dafür mache ich jetzt mal ein bisschen leiser. Ah, der Ton ist weg. Sehr schön. So, dann schaut mal, was sich hier alles so Schönes drauf befindet. Ja, auf jeden Fall schon mal einige namhafte Titel am Start. Das ist doch schon mal super. Man kennt es ja auch von anderen Handhelds, die ich hier vorgestellt habe, im ähnlichen Preissegment, aber dafür dann mehr oder weniger No-Name-Spiele, sage ich jetzt einfach mal. Aber das sieht doch hier schon sehr gut aus, definitiv. Ich denke mal, da ist für jeden mehr oder weniger etwas dabei. Mir ist jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass hier irgendwas doppelt ist. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche. So, jetzt haben wir die Hälfte erreicht. Ja, ich muss wirklich jedes Mal einzeln drücken. Wenn ich gedrückt halte, dann passiert leider nichts. Wenn das Ganze jetzt hier zu schnell geht, der kann natürlich
an der einen oder anderen Stelle Pause drücken. Wer sich dafür nicht interessiert, kann diese Stelle natürlich auch vorskippen und sich direkt den Spieletest angucken, der gleich folgen wird. Ich werde dann, wie gesagt, einfach mal drei Titel hier aussuchen und da mal ganz kurz reinschauen. Dann geht es halt auch darum, wie schnell die Titel hier laufen, ob irgendwas ruckelt. So, jetzt sind wir gleich durch. Okay, und 500 und wir kommen wieder zurück zum Anfang. Alles klar, dann suche ich jetzt mal irgendwas Interessantes aus und dann testen wir das. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Game-Test. Ich würde sagen, wir beginnen mit Double Dragon. Wie immer, ich bin Double Dragon-Fan, ihr wisst es. Geht sofort los. Sehr schön, da. Dann wollen wir mal. Ja, funktioniert alles wie soll. Läuft relativ flüssig. Obwohl, das ruckelt schon ein klein wenig im Hintergrund, sieht man, aber es ist gut spielbar. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, gut. Dann drücke ich jetzt mal die Reset-Taste. Und wir sind sofort wieder in unserem Menü bei der Sprachauswahl. Okay, dann wählen wir jetzt noch einen weiteren Titel aus. Gut, dann geht es weiter mit dem nächsten Titel. Wir wählen jetzt einfach mal hier Super Mario aus und gucken uns das an. Auch hier sofort geladen, das geht fix. Sehr schön. Ja. Auch hier funktioniert alles. Ja. Läuft relativ flüssig. Kann man nicht meckern. Ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen durch. Ja, nice. Funktioniert. Okay, dann ein Spiel noch und dann gibt es mein Fazit zu diesem schönen Gerät. Ich drücke wieder Reset. Und als letztes in unserem Test machen wir jetzt einfach mal Nummer 172 Millipede, wie auch immer. Auch hier sofort geladen. Dann geht's los. Ja, funktioniert auch. Prima. Ja, tut was es soll auf jeden Fall. Müsste den meisten Retro-Fans von euch auch noch ein Begriff sein, dieses Spiel. Optimal. Okay, das sieht doch gut aus. Dann würde ich sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Ja, okay, so, zurück ins Menü, dann gibt es mein Fazit. Okay, dann gibt es jetzt meine persönliche Bewertung für diesen Handheld von der Firma Dia. 500 Spiele am Start ist schon mal super. Die Spieleauswahl ist auch klasse. Also mir ist jetzt beim Durchscrollen da kein Spiel doppelt aufgefallen. Das ist schon mal positiv. Das haben wir schon bei einigen anderen Handhelds hier anders erlebt. Da waren dann 600 Spiele drauf und 200 davon waren doppelt. Preislich 33,99 €. Ja, ein etwas teureres Gerät, sage ich jetzt einfach mal. Dafür super Abmaße. Das Ding ist wirklich super klein. Ich habe ja die Maße davon vorgelesen vorhin. Also der passt wirklich hier in jede Westentasche, sage ich jetzt einfach mal. Super zu mitnehmen, total leicht. Dann haben wir noch die Option, über MagSafe aufzuladen. Finde ich auch klasse.
Okay, das Ladekabel hätte vielleicht ein wenig länger sein können. Das ist sehr, sehr kurz. Aber ich denke mal, jeder von euch hat Ladekabel zu Hause. Also das kann man dann austauschen, sage ich jetzt einfach mal. Also von daher auch super, hat mir die Farbgebung gefallen. Wie gesagt, es gibt ihn ja in drei verschiedenen Farben. Ich habe mich ja hier für Rot entschieden. Sieht total klasse aus. Ja, alles in allem auf jeden Fall ein schönes Gerät. Bekommt von mir einen Daumen nach oben. Für mehr reicht es leider nicht. Dafür ist es, wie gesagt, leider etwas zu teuer. Sonst hätte es vielleicht den Doppeldaumen nach oben gegeben, wenn wir uns so bei 20 Euro bewegt hätten. 25 vielleicht auch noch, aber über 30, weiß ich nicht, muss nicht sein. Dafür haben wir einige andere Handhelds hier bei mir auf dem Kanal gehabt, die günstiger waren und auch teilweise eine größere Spieleauswahl gehabt haben. Ihr könnt euch gerne mal bei mir auf dem Kanal umschauen, wenn ihr euch für solche Geräte interessiert. Ich denke mal, da wird für jeden etwas dabei sein. Könnt ihr auch selber mal untereinander vergleichen dann die Geräte. Also wie gesagt, von mir gibt es leider nur den Daumen nach oben. Trotzdem eine Kaufempfehlung. Also falls ihr noch überhaupt gar keinen Handheld habt und wollt ein neues, aktuelles Gerät haben, dann könnt ihr ihn vielleicht kaufen. Wie gesagt, ansonsten schaut doch mal, was ich da sonst noch hier so getestet habe. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, mein kleines Testvideo hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben dafür da lassen. Ganz besonders würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wenn ihr mögt, schaut auch morgen wieder bei mir auf dem Kanal vorbei, denn ich mache jeden Tag Lebensmitteltestvideos, wer sich für solche Sachen interessiert. Alles andere wie hier die Handhelds und die Konsolen und die Gadgets, die kommen dann immer nach und nach, wenn ich mir neue Sachen besorgt habe und die hier mit euch zusammen auspacke und teste. Ihr könnt mir natürlich auch gerne was dazu in die Kommentare schreiben, wie euch das Gerät gefällt. Vielleicht habt ihr es ja auch selber schon. Wie immer gilt natürlich, ich lese alles und antworte darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao, sagt euer Atzenberger.